Hi ihr Süßen, ich habe wieder einmal ein Buch von meinem Project 10 Books gelesen, somit bleiben noch 8 übrig und mit 2 davon habe ich bereits begonnen. Ich kann mich da nie so richtig entscheiden. Aber ja, das Buch, von dem ich rede, ist der letzte Teil von der Trill-Trilogie. Im Deutschen die Tochter der Trill und der letzte Teil heißt somit Vereint. Ich wollte aber ein bisschen über diese ganze Trilogie hier reden, weil ich die echt gut finde und eigentlich fast niemand die gelesen hat. Die Trilogie ist von Amanda Hocking. Ich glaube, die meisten kennen sie wegen der Watersong-Reihe. Einige haben auch Unter dem Vampirmond gelesen, aber leider auch nicht ganz so viele. Und ich glaube, ich fand die Trilogie hier besser als Unter dem Vampirmond, weil Unter dem Vampirmond fand ich so lala. Ich glaube, die haben so zwischen 3-4,5 Sterne immer bekommen. Also doch noch recht gut, aber halt nicht so gut wie diese hier, weil hier habe ich, glaube ich, den ersten beiden Teilen sogar 5 Sterne gegeben und dem letzten habe ich jetzt 4,5 Sterne gegeben, weil mir das Ende ein bisschen zu detailliert war. Also ich mag es ja nicht, wenn das Ende von der Trilogie so ganz abgehackt einfach aufhört, aber zu detailliert muss auch nicht sein. In dieser Trilogie geht es um Wendy, wahrscheinlich das Mädchen, das hier immer auf dem Cover drauf ist. Und Wendy ist eine Trill. Das sind so eine Art Kobolde, Zwerge, sowas in der Art. Aber die sehen halt nicht so aus, wie sie sonst immer dargestellt werden, sondern sehen einfach aus wie normale Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass sie Schuhe nicht vertragen, immer barfuß laufen müssen wollen. Und sie können halt keinen Süßkram und Fleisch und so essen. Sie essen halt nur so wie Veganer eigentlich, glaube ich. Ja, wie Veganer, so könnte man sagen. Wendy ist mit der Situation natürlich komplett überfordert, denn sie ist nicht nur, wie sie eines Tages rausfindet, eine Trill, sondern auch die Nachfolgerin der Trill-Königin. Und ja, Wendy ist eigentlich gar nicht so der Typ Prinzessin und deshalb wird das so eine totale Umgewohnheit, whatever, für sie. Und über die anderen zwei Teile kann ich euch somit nicht ganz so wirklich was verraten, aber ich finde, sie entwickelt sich recht gut und im zweiten Teil kommt auch noch ein Charakter hinzu, der mir total gut gefällt und ich liebe ihn. Ich verrate euch aber jetzt nicht, wer das ist. Das müsst ihr dann schon selbst rausfinden. Und ich kann euch diese Trilogie erst nur ans Herz legen, weil es haben wirklich viel zu wenige sie gelesen. Und ja. Ich mag sie jedenfalls total gerne. Wie gesagt, beim dritten Teil war mir das Ende etwas zu detailliert, aber ich war ganz zufrieden damit, wie sich alles so ergeben hat. Einmal musste ich sogar beim letzten Teil weinen. Und die Bücher lassen sich auch total schnell lesen. Es sind auch nicht immer ganz so viele Seiten. Ich glaube, der erste hat gar nicht viele. Da waren es nicht einmal 300. Und beim letzten waren es jetzt 330 oder so, 340. Und der zweite hatte, glaube ich, etwas mehr. Ja, fast 350. Also recht viele Seiten, aber es liest sich einfach total schnell. Und ja, ich kann euch die Cover nochmal einzeln zeigen. Hier ist der erste Band. Nicht, dass ihr die falsch rumkauft. Weil das ist ja, glaube ich, vielen bei Unter dem Vampirmond passiert, dass sie die dann nicht der Reihe nach gekauft haben. Aber ja, Verborgen ist der erste Teil, dann Entzweit der zweite Teil. Ich glaube, da finde ich das Cover am schönsten. Und Vereint ist der dritte Teil. Ja. Ja.
muss ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich hoffe, ich konnte irgendwie euer Interesse an dieser Trilogie wecken und endlich mal Leute finden, mit denen ich über diese Trilogie reden kann, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der sie jetzt zu Ende gelesen hat. Oder? Doch, mir hat einmal eine Zuschauerin geschrieben, irgendwas vom letzten Teil. Aber es sind einfach nicht genügend Leute, die sie gelesen haben. Und ja, kauft euch diese Trilogie. Bitte. Nein, Scherz. Das ist natürlich euch selbst überlassen. Aber ich höre jetzt auch schon wieder auf. Und bis zum nächsten Video dann. Tschüss.